Hi, ich bin Kira und du hörst Deinen Weg in die Medien. Du kannst dir vorstellen, später in den Medien oder im Journalismus zu arbeiten, beziehungsweise du bist schon mitten auf deinem Weg in die Medien, dann bist du bei mir genau richtig. Es gibt gefühlt 1000 verschiedene Wege in die Medien, keinen richtigen und keinen falschen Weg und das kann manchmal vielleicht ein bisschen überfordernd sein, oder? Genau deshalb stelle ich dir hier im Podcast jeden Monat einen Medienprofi aus den verschiedensten Bereichen vor, der dir erzählt, wie er in die Berufswelt eingestiegen ist, was seitdem alles passiert ist und welche Highlights und Fails er erlebt hat. Ich hatte mein Abi und war ehrlich gesagt mit dem Thema Schule durch, habe mich dann in Bremen mal in den Hörsaal in eine Journalismusvorlesung reingesetzt und das war ungefähr der Standard, der da vermittelt worden ist von 1982. Es war aber schon das Jahr 2002. Und wusste aber immer, ich will halt zu 1 live, weil das ist mein Homie-Sender gewesen. Den habe ich gehört, als ich um 10 nach 7 morgens aufgewacht bin und zur Schule gegangen bin. Ich bin nach Hause gekommen und da lief dann noch der 1 live Rucksack, den man damals noch gewinnen konnte. Und halt all solche Sachen. Und ich glaube, für jeden, der in NRW wohnt, ist das so ein Mythos. Und man will da, wenn man Radio macht, gerne arbeiten. Und das wollte ich auch. Und da habe ich dann 3 Jahre beim SWR gearbeitet und habe mich dann einfach bei 1 live beworben. Ja, das war wirklich eine kuriose Geschichte. Ich habe ja studiert und habe denen einfach mal eine Bewerbung geschickt, damals mit einer Kassette, falls das überhaupt noch jemand weiß, was das ist. Und ich habe nie damit gerechnet, dass die mich einladen. Und dann kam plötzlich ein Anruf und wollte nicht bei uns die Verkehrshinweise sprechen in Düsseldorf aus dem Studio. Ja, habe ich gesagt, klar, mache ich. Nach 15 Minuten hast du einen kompakten Überblick darüber, ob dieses Berufsfeld auch etwas für dich sein könnte oder eben nicht. Manchmal gibt es aber auch so viel Spannendes zu erzählen, dass es auch etwas länger dauern kann. Am Ende jeder Folge bekommst du aber auf jeden Fall 3 handfeste Tipps, mit denen du selber die nächsten Schritte unternehmen kannst oder dir auch die ein oder andere Enttäuschung sparen kannst. Aber letzten Endes, das, weswegen die meisten Leute anfangen, sich für euren Content zu interessieren, das seid ihr als Person, das seid die Werte, für die ihr quasi einsteht, die ihr vermittelt. Und deswegen, es ist nicht die teure Technik oder teure Mikrofone oder sonst irgendwas, die euren Content besser machen, sondern das seid ihr allein als Person. Ich würde jedem immer empfehlen, zu den kleinen Sendern zu gehen, die in der Umgebung sind. Also nicht direkt gucken, dass man zu diesen großen Häusern, die jeder kennt, hinkommt, weil dann kann man wahrscheinlich nicht so viel machen. Also geht wirklich zu diesen kleinen Dorfradiosendern oder an der Uni vielleicht an so einen Radiosender oder auch Fernsehsender und probiert euch da so ein bisschen aus. Es war nie leichter, sich auszuprobieren, medial, als heutzutage. Dein Weg in die Medien ist Teil der Medienwerkstatt Bonn. Wir vermitteln Medienkompetenz und das Handwerkszeug, um selber Medien zu produzieren. Einmal im Monat gibt es einen Workshop oder einen Live-Talk, wo du von den Medienprofis aus dem Podcast persönlich lernen kannst. Die meisten Workshops finden online statt, sodass du dich von überall aus mit uns vernetzen kannst. Wir gehen auf Techniken ein, auf Interviewtechniken, wie man vor allem Menschen eben auch dazu bringt, möglichst natürlich zu antworten. Weil das halt, und da kommt die Empathie dann auch wieder ins Spiel, weil ich das irgendwie ganz wichtig finde, dass jemand das Gefühl hat, also es ist ja, wie gesagt, auch immer ein Unterschied, ob man jetzt einen Politiker, Politikerin interviewt oder einen Menschen, von dem man eine Geschichte auch vielleicht erzählt bekommen haben möchte. Aber dass man wirklich versucht, sich in die Person hineinzuversetzen. Und aus dieser Kombination aus selber machen, etwas Neues dazulernen und auch das Neue auszuprobieren, darum geht es. Ein paar Tipps zur guten Reportage, zum Bewerbungsgespräch, auch was man davon hat. Also man kann mich auch alles fragen. Ich werde mein Wissen teilen und tatsächlich biete ich es auch gerne an. Das habe ich so noch gar nicht gesagt, das ist jetzt ganz exklusiv hier, aber ich biete auch an, auch im Nachgang gerne über den Lebenslauf zu schauen. Deinen Weg in die Medien findest du auch auf Instagram. Da kannst du dann weitere Fragen an die Profis stellen oder auch selber Gäste für die nächsten Folgen vorschlagen. Und natürlich findest du dort weitere Tipps und Inspirationen für deinen Weg in die Medien. Medienwerkstatt Bonn.